Aloha, Servus und Moin Moin, ihr Lieben, ich bin's Younes, euer EWE Smartgeber. Ihr kennt mit Sicherheit alle das Problem da draußen. Ihr sucht euer iPad, euer iPhone oder euren iPod. Ist auch noch auf stumm geschaltet das Gerät, ja, und ein Anruf bringt dementsprechend nichts. Deswegen zeige ich euch heute, wie ihr euer iOS-Gerät wiederfindet. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das iOS-Gerät auf stumm geschaltet ist. Also, wenn ihr euer iPhone jetzt anrufen würdet, würde es natürlich nicht klingeln. Und ich zeige euch jetzt ganz easy, welche Apple-Funktion ihr nutzen könnt, um eure iOS-Geräte tatsächlich wieder zum Klingeln zu bringen und sie damit zu finden. Als nächstes geht ihr auf icloud.com/find. Das mache ich jetzt hier natürlich mal schnell. Übrigens den Link, den haben wir für euch im Beschreibungstext hinterlegt. So, ganz wichtig, ihr müsst euch natürlich mit der Apple-ID anmelden, die ihr auch nutzt, und zwar auf dem Gerät, das ihr sucht, auf dem iOS-Gerät. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe das schon gemacht, deswegen bin ich jetzt schon direkt in die Apple-Funktion mein iPhone suchen gekommen. In der Mitte findet ihr einen grünen Kreis, da einfach draufklicken. Das ist nämlich das iOS-Gerät, was ihr sucht. In dem Fall mein iPad und ich, Dösbaddel, habe es tatsächlich zu Hause liegen lassen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch noch auf das Informations-Icon zu klicken und kommt dann schon direkt in das kleine Menü mit drei unterschiedlichen Punkten. Erster Punkt, Ton wiedergeben, ist ja selbsterklärend. Da klicke ich mal drauf, das dauert dann so ein paar Sekunden. Mein iPad ist jetzt auch schon angesprungen und müsste gleich, wie ihr hören könnt, piepen. Dazu gibt es auch noch eine Push-Nachricht. Da steht dann Hinweis, mein iPad suchen. Ich kann dann über das iPad diesen Hinweis bzw. diesen Suchton beenden oder auch über das MacBook oder in dem Fall über den Laptop. Zweite Funktion, Modus verloren, die finde ich großartig. Da kann man sein iOS-Gerät sperren. Man kann Nachrichten zum Beispiel auch hinterlassen mit einer Kontaktnummer, einer Telefonnummer, damit der Finder, falls man es halt irgendwo draußen verloren hat, einen auch kontaktieren kann. Außerdem kann man auch noch so Dinge wie Apple Pay zum Beispiel deaktivieren. Und dann, wenn wirklich alle Stricke reißen, ihr es nirgendwo findet, ihr euch sicher seid, es wurde gestohlen, ich habe es irgendwo verlegt und ihr habt ein bisschen Angst davor, dass Dritte vielleicht Unfug mit euren Daten veranstalten, habt ihr noch die Möglichkeit, das iPad zu löschen. Dann sind wirklich alle Daten vom iPad runter. Coole Sache, oder? Wenn ihr das Ganze jetzt zu Hause mal ausprobiert habt und feststellt, bei mir funktioniert das irgendwie nicht, bei mir piept nichts, ich sehe nichts, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr die Funktion Mein iPhone suchen einfach noch nicht aktiviert habt. Geht ganz einfach, keine Angst, ihr geht in die Einstellungen auf dem betreffenden iOS-Gerät. Tippt dann auf euren Namen, dann habt ihr mittig den Punkt Wo ist, da tippt ihr auch nochmal drauf. Anschließend auf Mein iPad suchen. Und da habt ihr dann Mein iPad suchen, das müsst ihr aktivieren, dann ist es grün rechts. Offline-Suche aktivieren, unbedingt, weil dann ist es nämlich möglich, die Offline-Suche ohne WLAN und Mobilfunkverbindung durchzuführen. So, wenn ihr das alles eingestellt habt, dann müsste es funktionieren. Probiert's mal aus. So einfach geht's. Wenn ihr aber immer noch nicht weiterkommen solltet, dann schreibt gerne ins Kommentarfeld und natürlich auch, ob es geklappt hat. Viel Erfolg weiterhin beim Handy verbaseln und wiederfinden. Bis bald, euer Younes.